Captain, wir wurden hier gerade in einem Gefängnis eingesperrt und sind tatsächlich hier gemeinsam mit Max auf einer geheimen Mission. Und das hier ist Freddy Worthing Jaggerman Jansen, der hier übrigens seit der dritten Generation für seine Familie hängt. Nein, war nur natürlich nur ein Spaß. Damit fangen wir an mit einer neuen Orbi und das hier ist das Fanart des Tages. Meine werten Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr so viele Fanarts einsendet und den Code ROMAN verwendet, wenn ihr euch Robux kauft, denn dann könnt ihr mich nämlich immer kostenlos unterstützen. Und wenn wir schon dabei sind, schmeißen wir auch gleich den Kommentar des Tages hinterher. Den könnt ihr euch auch gleich mal ansehen. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Bleibt aktiv dabei, drückt auf die Glocke, abonniert den Channel und gebt ein Like auf dieses Video, denn jetzt geht's richtig los. Das hier ist Max und er sagt, hey, ich bin Max. Wir wurden hier übrigens eingesperrt. Lass uns als Racheakt einfach den König sein Gold ausrauben. Okay. Das ist wahrscheinlich hier die große Aufgabe. Wir müssen gucken, wie wir das hinbekommen. Deswegen laufen wir hier einfach mal durch diese Wand durch und schauen mal, was uns auf der anderen Seite so erwartet. Leute, kommt in die Roblox-Gruppe, denn dann könnt ihr gemeinsam solche coolen Obbys mit mir zusammen spielen. Dann seht ihr nämlich immer, wann ich online bin. Das hier ist, glaube ich, ein Zuschauer. Der ist hier übrigens auch mit am Start. Warte mal, ich schau mal kurz, ob der in der Roblox-Gruppe drin ist. DGB. Nee, ist er noch nicht. Aber Leute, ihr wisst Bescheid, immer in die Roblox-Gruppe reinkommen. Das ist, glaube ich, ein Zuschauer. Cool. Okay, das hier ist tatsächlich eine geheime Minenslide. Und dieses pinke Zeug ist safe. Spring einfach rein. Okay, dann probiere ich es mal aus. Warte mal, wir checken das mal aus und gehen hier einfach mal rein, oder? Wow, oh, what the fish? Das scheint hier tatsächlich eine pinke Rutsche zu sein, auf der wir rutschen können. Wow, Mama Mia. Wuppa! Und dann machen wir einen kleinen Jump. Junge, wir fliegen hier herum wie ein Springball. Okay, okay, okay. Wow, das ist ja wie, wie in einem Dings-Wasserpark, einfach in so einer Rutsche, wo immer am Ende des Tages so eine kleine, ja, so ein Loch drin ist. Okay, springen wir rein, ab in das Loch und juhu, gehen wir da rein und es geht weiter. Oh Gott, was für eine abgefahrene Obby ist das denn hier bitte? Hier wird ja richtig viel herumgeslidet. So, da, möchtest du eine fliegende Wolke kaufen? Nein. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier einen Checkpoint. Dann haben wir hier nochmal viele verschiedene kleine Obstacles, die wir irgendwie schaffen müssen, ne? Um hier irgendwie durchzukommen. Ich bin mir sehr zielsicher, dass das hier alles sehr gut klappen wird. Hier haben wir nochmal ein paar Stäbe, ein paar Gitterstäbe, die uns davor abhalten sollen, schneller voranzuschreiten. Aber wir müssen diese Königsburg hier verlassen, ne? Deswegen ich mir ganz, ganz, ganz viele Mühe gebe, um tatsächlich hier vorbeizukommen. So, okidoki, da haben wir nochmal sehr schöne Steintextur. Ich finde, das sieht hier von innen sehr, sehr hübsch aus, muss ich sagen. Eine sehr, sehr schöne Obby, im Gegensatz zu vielen anderen. Hier sind die Platten sogar tatsächlich auf so kleinen Seilen dran. Sehr cool. Dann haben wir hier nochmal ein weiteres Obstacle. Müssen wir hier auch nochmal vorbeilaufen. Manche hängen, manche sind an der Wand montiert. Da haben wir nochmal, coole Fackeln. Okay, wir schauen noch immer ein bisschen so danach, ob wir vielleicht hier sogar eine Münze oder sowas als Achievement aufsammeln können. Und das hier sieht nach einem neuen Abteil aus. Hey, waren wir hier nicht am Anfang eingesperrt? Ja, wir sind draußen. Yay, Max, was geht, Mann? Ich bin draußen. Okay, ich glaube, Max sieht uns nicht. Ich glaube, Max ist einfach nur ein NPC. Gehen wir mal da rein. Oh, da können wir gar nicht rein. Okay, hier ist alles zu. Okay. Eine Steinmauer. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir tatsächlich nochmal... Oh, wo ist dein Kopf hin? Nun sind wir in der Kanalisation dieses Schlosses. Wo ist dein... Warum ist dein Kopf in deinen Körper reingeflogen? Das verstehe ich nicht so ganz. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Wir haben hier ein bisschen Gift, beziehungsweise Kanalisationsflüssigkeit. Warum auch immer das so steht. Oh. Da ist der kleine Bobby. Oh, Bobby. Okay, wir springen mal weiter hier links entlang. Hä? Sag mal, ist hier gerade irgendwas eingebrochen oder so? Ich hoffe mal nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Hammer. Da hängt er, der gute Hammer. Können wir den... Können wir diesen Hammer irgendwie mitnehmen? Okay, jetzt haben wir den Hammer. Jetzt aber alle, hopp. Gehen wir weiter und schlagen hier drauf. Zack, wir brauchen einen Hammer für diese Wand. Ja, zack. Und zack. Und zack. Da ist das Ding auch kaputt. Und hier sind fallende, tödliche Bälle, wo wir vorher rankommen müssen, um hier irgendwie zu überleben. Ich glaube, gleich kommt noch mal einer. Oh, schnell an die Seite. Okay. Der andere wird jetzt eher seitlich wieder gehen. Jetzt wieder rechts. Immer rechts und links. Immer rechts und links. Ist immer dieselbe Pattern. So.
haben wir hier wieder Freddy Bourbon Jaggerman Jansen. Hey Roman, das hast du echt gut gemacht. Hey, dankeschön, Freddy Bourbon Jaggerman Jansen. So, was haben wir hier? Max, was gibt's zu sagen? Wow, wir sind ganz schön weit oben auf dieser Kante. Warte mal. Okay, cool. Dann sind wir weit oben hier auf dieser Kante. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall jetzt gewagte Sprünge machen, ne? Jetzt sind wir nämlich auf der Seite von diesem gesamten Schloss gelandet. Ich versuche natürlich mal nicht runterzufliegen, ne? Sieht schon mal ganz gut aus. Ich denke mir, wir werden später wahrscheinlich dahin kommen. Okay, runterfallen dürfen wir nicht. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, wow. Da hat sich mal ein Ritter schlafen gelegt einfach. Einfach mal ein kleines Nickerchen gemacht. Eieieiei. Was sind das denn für Dinger? Die sehen aber ganz schön gefährlich aus. Die sind da schon so oft reingelaufen, ne? Dass die da tatsächlich schon so Magmaspuren hinter sich gelassen haben. Interessant. So. Hier haben wir eine Wendeltreppe. Hinter der Wendeltreppe ist nichts. Aber wir können hier die Wendeltreppe hochlaufen. Ich liebe Wendeltreppen. Also ich finde auch diese Map hier ganz cool. Sie erinnert mich mal an eine andere Karte, die wir mal gespielt hatten, die so ähnlich war. Aber die hier ist doch ein bisschen anders nochmal mit einer anderen Story, mit anderen Sprüngen und so. Finde ich ganz cool. Also ich mag diesen Ritterstil, ich mag diesen Mittelalterstil. Der gefällt mir schon ganz gut. Oh Mann, pass auf die Pfeile auf. Okay, danke dir, Max. So, checken wir das mal hier alles aus. Wir versuchen mal unser Bestes hier. Okay, easy. Dann haben wir hier nochmal... Oh Mann, die Minecarts sind heute wirklich schwerläufig. Pass auf, dass du nicht überfahren wirst. Uiuiui, okay. Das heißt also, heute sind die auch ein bisschen schwieriger. Das heißt also, ein bisschen mehr beladen, ne? Ich denke, da werden die uns wahrscheinlich überfahren, wenn sie können. So, hier sind nochmal ein paar Abzweigungen. Da müssen wir aufpassen, dass wir... Oh, wow, 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 bam, booby. Was war das denn? Da wurde ich gerade einfach überfahren. Ah, oh, la casa booty. So, okay, wir gehen weiter. Nein, jetzt bin ich hier einfach in die Lava reingelaufen. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Zack. Uiuiui. Okay, wow. Es war klar. Es ist natürlich wieder der Zombie gewesen, der uns jetzt hier als kleinen Snack geholt hat. Wir versuchen unser Bestes, hier durchzukommen. Max! Oh Mann, wir wurden gegessen! Los, wir müssen schnell durch diesen Zombie durchkommen, der hier übrigens auch Laserstrahlen hat. Warum auch immer. Scheint aber mal ein anderer Körper zu sein. Finde ich sehr interessant. Diese Körperstruktur an sich ist eigentlich immer ganz witzig. Deswegen, wir probieren mal unser Bestes aus. Checken wir es aus. Was haben wir hier? Wir haben hier verschiedene kleine Portale, die wir durchgehen können. Dann haben wir hier diese pinken Strahlen. Versuchen wir ebenfalls ein bisschen durchzukommen. Easy. So. Dann haben wir, zack, hier nochmal einen Sprung. Nochmal einen Sprung. Und dann sind wir hier über diese Gefäßleiter oder über die Gefäße an sich, sind wir durchgesprungen. Und jetzt können wir hier an den Rippen, die unförmig und komisch platziert sind, einen kleinen Sprung machen, bis wir ganz oben sind. Sehr, sehr cooler Körper. Zack. Und jetzt hier weiter durch. Und das sieht mir nach dem Ausgang aus. Die Farbe ändert sich. Und ich denke, wir müssen hier jetzt wieder einen gewagten Parcours machen, der uns nach vorne schmeißt. Aber ich bin mir guter Dinge. So. Okay, 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 okay. Checken wir das Ganze aus. Was haben wir hier? Wir haben hier nochmal Max. Er sagt, oh Mann, diese Rutsche wird uns zurück zum Königsraum bringen. Nun gut, Max. Fahren wir da runter. Juhu! Wabba! Alter, ich habe sogar das Geld schon eingesammelt. Ja, das Geld! Juhu! Ich kenne diesen Ort hier irgendwoher. Ich habe das Gefühl, ich war hier sogar schon mal. Oh Mann, was hat er gesagt? Ich bin an ihm vorbeigeflogen. Wir haben es geschafft. Hol dir das Geld und schnell mit dir die Treppen hoch. Okay. Juhu! Geld! Wir haben das Geld! Oh, Junge, können wir auch hier? Nee, können wir nicht lang gehen. Okay. Sehr, sehr schöne Karte. Also mir gefällt es wirklich sehr. Auch dieser Ritterstil. Sehr, 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 sehr cool. So. Was haben wir da? Jetzt können wir hier den Checkpoint ansehen. Okay. Mit den Rittern, die tatsächlich riesige Lanzen tragen, riesige Schilder tragen. Oh, da hat er uns auf den Kopf geknüppelt. Ah, oh, da waren wir nicht vorsichtig genug. Ist nicht schlimm, wir versuchen unser Bestes. Der schlägt jetzt, warten, bis er hochgeht und jetzt durch. Okay. So, Max, ich bin durch. Oh Mann, wir sind endlich draußen. Hol dir schnell ein Boot und dann fahren wir zur Pyramide. Ich habe gehört, dort gibt es eine Menge Gold. Okidoki, Arki, Shoki. Holen wir uns mal das, was wir uns verdient haben.
Wo ist die Pyramide, von der gesprochen? Achso, lol, ich bin schon bei der Pyramide. Whoop. Okay, ich habe das nicht so ganz gecheckt gerade. Ich habe gedacht, ich stehe immer noch am selben Bahnhof, am Schiffsbahnhof. Was sagt Max? Oh Mann, da ist Gold. Wenn du alle 25 findest, dann kriegst du eine Badge. Okay. Wir haben übrigens noch jemanden vor uns in dieser Obby, und zwar Blue Princess 05. Die hat nämlich schon 28 Level geschafft, abgefahren. So, wir springen durch. Zack, zack, zack und zack. So, wir laufen weiter vorwärts und hier sieht es so nach aus, als ob wir hier eine weitere Tür haben, ne? Mit einem Pharao-Level. Okay. Hier sind ein paar pharaonische Schlüssel. Das sind, glaube ich, die Schlüsselzeichen. So, dann haben wir hier eine kleine Liane, wo wir über Lava stolzieren müssen, ne? Mit einem kleinen Podest, was da schon ertrunken ist in Lava. Hier haben wir nochmal ein paar Ahorn-ähnliche Blätter, die haben... Waka some booty! Das ist heiß! Heiß, heiß, heiß! Okay, okay, okay. Oh Gott, ich bin immer noch nicht tot. Kann ich hier theoretisch... Oh nein, jetzt bin ich tot. Nein! So, dann haben wir hier nochmal ein paar gute Sprünge am Start. Hier sind nochmal ein paar Steinchen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir da durchkommen. Ganz schön schwierig. Also, ist echt nicht einfach. So, diese Sprünge hier sind glücklicherweise ein bisschen einfacher. Sind immer sehr gut. So, und das war's auch schon hier mit dem Tempel. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Eine riesige Pflanze, welche... Hallo? Ich bin, glaube ich, ertrunken. Entschuldigung? Ich glaube, ich bin ertrunken. Mein Name ist Roman und ich, bin gerade gestorben oder nicht? Skip Stage. Okay, ich kaufe mir mal ein Skip Stage. Mal gucken, was da passiert. Okay, jetzt sind wir irgendwo anders. Habe ich nicht ganz richtig verstanden, aber ich bin da gerade irgendwie durchgefallen. Okay, ich glaube, wir versuchen es weiter hier mit den Sachen. Ich glaube, auf den Blättern an sich kann man nicht springen. Ich habe gedacht, man kann da drauf springen, aber anscheinend nicht. Okay, laufen wir hier durch. Hoffentlich bricht es nicht ein. Und da ist der Schatz des Ägypter. Wir brechen ein. Nein! Es wäre zu schön gewesen. Es wäre so schön gewesen. Aber leider, leider nicht. Okay, wir gehen weiter durch. Hier sind die Schlangen. Die Schlangen springen. So, und dann müssen wir hier nochmal durch so einen kleinen Teich springen. Sehr, sehr schön gemacht auch. Und zack. Und da oben geht es auch nochmal weiter. Da kommt nochmal ein Lichtschall nochmal raus. Und wir müssen jetzt... da ist ein Goldtopf. Sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir hier durch den Rasen durchkommen. Ganz schön verwuchert hier die ganze Bude. Und hier sind nochmal weitere Sprünge, die wir zu bewältigen haben. Zack. Und zack. Und da vorne sehen wir hier so wieder ein paar Höhlenmalereien aus den alten ägyptischen Zeiten, ne? Aus dem Kairo. Oder wo auch immer das hier liegt. Gehen wir mal weiter. Ist nochmal sehr interessant. Was dreht sich denn da? Es sind hier sehr viele Räume, die man hier durchgehen muss. Und die Farbe der Pflanzen hat sich jetzt schon ein bisschen verändert. Guck mal, hier müssen wir auch hochgehen. Und jetzt springen wir auf einer zweiten Etage schon. So. Da haben wir hier nochmal eine Hängebrücke. Und hier geht es tatsächlich nochmal ein bisschen höher als in den anderen Räumen. Das heißt also, dieser Raum hier ist nochmal von der Höhe sehr speziell. Und hier ragen nochmal ein paar von diesen bunten Steinen. So. Versuchen wir mal an die Treppe dran zu kommen. Oh ja! So. Und möchtest du ein Jetpack kaufen? Nein. Dann gehen wir nochmal hier dran. Dann sind wir hier nochmal eine Etage höher. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir vielleicht einen anderen Eingang zum Schatz vielleicht finden können. So. Jetzt sind wir auf dem Dach der Pyramide gelandet. Wow, wow, wow. Okay. Und jetzt sind wir hier und bewegen uns Richtung Ziel zu. Das war's sogar schon. Okay, cool. Das heißt also, wir können uns hier unser Badge abholen und haben tatsächlich gewonnen. Eine sehr, sehr coole, schöne Obby. Was sagt Max? Er sagt, juhu, wir haben die Bank ausgeraubt. Aber kannst du vielleicht das Secret Badge finden? Ne? Das heißt, ich glaube sogar, wenn man jetzt hier noch ein bisschen herumhüpft und danach sucht, kann man hier noch ein Secret Badge finden, ne? Ansonsten kann man hier, glaube ich, nicht mehr viel machen, ne? Außer zu sterben in dieser See. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Obby gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und schickt uns gerne neue Spielvorschläge rein, falls ihr ein cooles Spiel gefunden habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüssikowski. Schaut im Shop vorbei unter shop.arizu.de. Ciao.